Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema sind die Präfixe, die sowohl trennbar als auch untrennbar sein können. Diese Präfixe sind um, über, unter, durch, wieder und wieder. In der Regel, wenn wir den Präfix betonen, das bedeutet, es ist trennbar. Wenn wir den nicht betonen, dann ist es untrennbar. Zum Beispiel durchschauen und durchschauen. Also die Betonung und die Bedeutung sind unterschiedlich. Unser erster Präfix ist um. Zum Beispiel umschreiben. Ich werde dir immer der erste Satz mit einem trennbaren Verb und der zweite Satz mit untrennbaren Verb erklären. Die Autorin hat das Ende der Geschichte umgeschrieben. Das bedeutet, sie hat das Ende der Geschichte ein bisschen verändert. Oder würden Sie bitte meine Aufgaben kurz umschreiben, damit ich genau weiß, was ich so tun sollte? In diesem Fall, umschreiben bedeutet bestimmen oder festlegen. Machen wir weiter mit dem Über. Ein bekanntes Verb ist übersetzen. Aber das bedeutet nicht, was du meinst. Übersetzen. Die Fähre setzt aufs andere Ufer über. Das bedeutet, mit einer Fähre von einem gewissen Ufer zum anderen fahren. Aber übersetzen bedeutet, was du denkst. Wir übersetzen den Text in eine andere Sprache. Das genau bedeutet, in eine andere Sprache etwas übertragen. Und das dritte Präfix ist durch. Nehmen wir das Verb durchfahren. Und jetzt kommt ein Beispielsatz. Ich mache keine Pause und fahre bis zum Zielort durch. Oder sie durchführt ein großer Schreck. In dem zweiten Fall, als untrennbar, bedeutet, sie hat es erlebt, sie war schockiert. Sie durchführt, also Präteritum, ein großer Schreck. 4. Unter. Zum Beispiel unterstehen. Es hat geregnet, aber wir haben untergestanden, sodass wir nicht nass geworden sind. Wir sind unter irgendwas gestanden. Aber wenn wir sagen, unterstehen Sie sich, das bedeutet, widersetzen Sie sich nicht. 5. Wiederholen. Ein Hund ist weggelaufen. Ich muss ihm wiederholen. Das bedeutet, ich muss ihm zurückbringen. Aber was dir schon sicher bekannt ist, kannst du das bitte wiederholen? Und 6, ein Präfix, das sehr interessant ist, wieder. So aufpassen in der Orthographie, wir haben kein E. Wieder. Zum Beispiel widerspiegeln. Unsere Erfahrungen spiegeln sich in unserem Werk wider. Das bedeutet, unsere Erfahrungen reflektieren sich in unserem Werk wider. Aber auch im Abendlicht widerspiegelte das Wasser die Bäume. Das bedeutet, an der Reflexion des Wassers, wir können die Bäume sehen. Wenn du dieses Video ganz interessant gefunden hast und jetzt was Neues gelernt hast, Like und Abo-Button, dieses Video weiter teilen und einen Kommentar schreiben. Bis nächstes Mal.